So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Time at Portia. Wir haben die letzte Lagerung. Die werden wir hierfür nutzen, um den Brunnen fertigzustellen. Den stellen wir jetzt noch auf. Und dann haben wir diese Mission abgeschlossen. Wahrscheinlich brauche ich dann trotzdem noch Wasserrohre etc. Und mal schauen. Flup, flup, flup. Gut, da Emily aber gerade noch am Schlafen ist wahrscheinlich. Nee, da ist er da. Emily zeigen. Ich soll Emily zeigen. This is wonderful. Wow! Thank you so much. Granny will be so happy. Although, do you think I could add to the request? Emily wurde deine Kollegin, beziehungsweise Emily hat sich geändert. Nice, obwohl, meinst du, dass ich meiner Bitte noch etwas hinzufügen kann? Well, you see, if we could add some sprinklers to the fields, that would help a lot. Wow, das wäre natürlich krass. I'm so glad. I thought you might get mad there for... Das ist natürlich heftig, so Sprinkler noch dazu. Das wäre natürlich eine nice Sache. Ja? Hätte man sich natürlich nicht vorher überlegen können. 5 Sprinkler? Dein Ernst? Ach nee, das Wasser. Wasserlager, glaube ich. Irgendwo war noch. 4 Sprinkler. Ja, ein Wasserlager noch. Das ist das gleiche nochmal. Okay. Sie hat. Sie ist dafür jetzt unsere Köchin, ne? Kollegin. Köchin. Aha. Okay. Dann fahren wir noch mit dem Wasserlager an. Machen wir das doch gleich nochmal. Warum nicht? Auch gar nicht so schwierig. Naja, gut, die Kupferrohre sind wieder nervig. Letztens Kupferrohre, sonst haben wir Bronzerohre mal gebraucht. Ey, komm mir echt nicht hinterher mit dem ganzen Zeug, was ich hier machen soll. Ist Wahnsinn. Holzkohle brauche ich für die Carbonstahlbarren, ist auch wichtig. Ein Kupferbarren könnte ich natürlich auch wieder machen. Ja, mache ich mal wieder so zwischendurch. Halt nach 11 Stunden, das ist zu wenig. Ach, Mann, 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 Mann. Ich bräuchte wirklich mal bessere Öfen. Warum komme ich ja nicht mal dazu? Ich glaube, ich mal zu diese Öfen zu machen. Öfen. Öfen. Meine Startplatte, nö. Gut, dann haben wir an dieser Stelle erst einmal die Sprinkler. Was braucht man dafür nochmal? Eisenbarren müsste ich genug haben, oder? Ich habe nur 13 tatsächlich. 50 brauche ich. 15 brauche ich. Packen wir hier 50 rein. Ja, mehr von denen wäre ganz cool. Mehr von diesen Öfen. Hartholzziehen habe ich noch genug, aber ich mache trotzdem mal wieder ein paar. Ich glaube, ich waren die Sprinkler gewesen, aber die werden mir komischerweise nicht angezeigt. Kupferrohre und Ventile brauche ich dafür. Kupferrohre mache ich ja gerade, ne? Brauche noch mehr. Hartholz, den Bronzeplatten, Marmordielen, Holzbretter, Eisenholzdielen, Verbundholz, weil die brauche ich. Na, es bleibt erstmal alles stehen. Alles stehen und liegen lassen. So. Auf jeden Fall habe ich immer noch Stahlplatten. Das ist schon mal gut. Gut zu wissen. Schweißstäbe habe ich. Stahlplatten müsste bei Fertigung drin liegen. Da haben wir schon mal 6 davon. Carbonstahlbarren lassen wir hier. Faden wurde hergestellt. Ja, ich wollte hier schon eine zweite Artefaktruhe, ne? Aber die ist voll. Ich hab die mit zwar eine Metallkiste, die darf ich leider nicht selbst benutzen. Sehr bedauerlich. So, das da, das da, das da. Ist okay. Kann man machen. Das kann man so machen, das ist okay. Gut, ich geh pennen. Ich weiß noch gar nicht, wie spät es jetzt war, aber ich glaube, du könntest den Mittag eh nichts mehr viel machen. Ding, 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 ding. Ich brauche unbedingt Arlo. Ich muss die Mission abgeben.
4 Tage, okay. Von Mai. Könntest du, wenn du Zeit hast, ein Support der Times Büro in der Hauptstadt, in der Hauptstraße kommen? Ich habe ein Angebot für dich, na, sehr gerne. Alter, wo ist Arlo hin? Der Typ ist weg. Kann doch nicht sein, dass er einfach weg ist. Was ist denn der gerade? Wahrscheinlich muss ich die abgestürzte Station erst beenden, oder? Weil der muss irgendwo sein. Also dann kann ich ja den Handelsauftrag nicht abschließen. Das heißt, die Stahlplatten sind erstmal super, super wichtig. Noch erstmal eine. Super, super wichtig. Ein Carbonstahlbarren brauche ich noch, so ein Eisenbarren, Hartholzdielen, Fäden, Kupferrohre, da brauche ich die Kupferbarren von da hinten. Dass ich hier mehr Kupferrohre crafte. So, dann kann ich einfach schon mal die 4 Sprinkler machen. Wie gesagt, die werden ja gar nicht als Mission angezeigt, total merkwürdig. So. Brauche ich 8 Kupferrohre, ja das dauert eh noch, weil ich auch noch die... Hätte wahrscheinlich machen können. Aber egal, es gehört ja eher das zusammen. Das ist doof. Hartholzdielen brauche ich. Kupferrohre, Eisenbarren. Die habe ich, glaube ich, alle schon im Inventar. Zu wenig. Dafür noch die Kupferrohre. Aber die Stahlplatten sind gerade noch wichtiger. Viel, viel wichtiger. 6 von 8 habe ich. Dann kommt der 7. von 8. Haben wir noch genug? Ah. Man weiß es nie. Hartholzdielen. Eisenbarren. Dann haben wir die Mission fertig. Okay. Baut ihr Hauptgebäude, sollen wir kommen? Sofern es keine Zeitaufträge sind, ist es okay, dann nehme ich die an. Wenn es mit Zeit... Ah gut, das sehe ich ja natürlich nicht, ne? Die kann ich alle nicht annehmen. Bei Sprinkler möchte Nora haben. Dann hält seine Spieler und 5 Sonnenbrände. Die kann ich leider nicht mitnehmen. Ach, Mist. Ich sollte ins Porti Hauptgebäude kommen, was ich gesagt. Ist das nicht das hier? Ich weiß gar nicht mehr, wie mir das geschrieben hat, aber ich könnte hier auch schon mal nachgucken. Mai. Haut ihr Times Büro in der Hauptstraße. Ach, das ist die Redaktion. Der Logo. Die Zeitung. Hey there, Bill. Hi. Have you visited our Porsche Times office before? It doesn't look like much, right? That's because we're underfunded. HQ is completely ignoring us, as they don't even think it's worth having a newspaper in Portia. Because nothing ever happens there. But I'm gonna change that. I have a plan to make Portia Times one of the best in the free cities. And you're going to help me do it. Auf jeden Fall. Me? Yeah, the other builders around here all found different excuses to avoid helping me. Because they know we can't offer money. Higgins even straight up said, get a budget first. That jerk! So, you're my only hope. I knew you're the reliable type. Here's the thing. Ever since I've been here, Irwa and I have been hand-copying all of our articles. That means we have less time ja nervig, up there gathering news. If you can make me something that can copy our articles faster, Kopierer? That's a great place to start. Schauen wir mal. Gucken wir mal.
Auf jeden Fall können wir da wieder eine neue Forschung in Auftrag geben. Eine Parallelforschung. Immer sehr praktisch. Was Higgins, kann ich den Waren stehlen? Ha, hast du nicht gesehen, du Lappen. Mein Pferd ist einfach ein geiles Ding. Das kannst du nicht. Da kannst du nicht dahinter gucken. Petra, Petra, Petra. May needs a helping hand copying her articles. Eine Druckerpresse. Sounds like she needs a printing press. That shouldn't be too hard. Bring me 5 data disks and I'll get started. Das ist total unlogisch. Ja, da müsste auf diesen Daten exaktes drauf sein, aber das kann sie ja vorher nicht sehen. Gut, das heißt, da brauchen wir jetzt erstmal uns nicht drum kümmern. Das dauert eine Weile. Deswegen sowas einfach immer parallel machen, gerade wenn beforscht werden muss. Das dauert dann immer. Die Mission können wir erst einmal... Okay, wunderbar. Haben sie schon Wasserlager und okay. Dann gehen wir mal zu Martha, glaube ich, wollte etwas. Oder war das Mai gewesen? Das war, glaube ich, sogar Mai gewesen. Ich habe die gerade mit Martha verwechselt. Das, was im Briefkasten stand. Huaha! Ein Carbonstahlbarren. Ich glaube, ich kann das schon machen, oder? Ich glaube, ich hatte schon 3. 2. Ja. Und die sollen weiter craften. Sehr gut. Kupferrohre für die Ventil. Für. Wie brauche ich dafür? 8. 8 Kupferrohre. 2. Glaube ich nicht. Ich habe 7. Das heißt, eins gehen wir uns holen. In unserer Fertigungskiste. Und dann können wir auch diese Mission beenden. Wir können auch die andere Mission beenden. Die Metallkiste würde ich auch gerne beenden, aber Alu ist gerade nicht da. Der Sack. Ein Kupferrohr ist fertig. Wunderbar, dann haben wir das. Die 4 springt, glaube ich, auch schon momentan, ne? Ja. Bettchen, komm, wir haben zu tun. Kann ich das, glaube ich, auch von ihm aus machen, oder? Ja, das geht hingegen wieder nicht. Das funkt nicht. Bling! Ich orientiere mich gerade erst an die Mini, sonst würdest du es gar nicht sehen, wo du hin musst. Noch ein Sprinkler und dann kommt noch die Wassertonne. Ein sehr lulaies Pferdchen, das gefällt mir. Bling! Alle was denn? Okay, die Rohre und so weiter machen sie glücklicherweise per Hand, also automatisch. Emily zeigen. Ist leider gerade in der Stadt. Aber das ist natürlich cool, ey, wirklich. Dann braucht man sich um nicht mehr so viel kümmern. Das macht auf jeden Fall super Laune, dann so ein Feld zu haben. Na klar, ist wieder drin, dass hier extra wieder rein muss in dieser Scheißbar! Was? Machst du denn hier Glücksspiel? I don't know how to thank you enough. With this, the crops will be watered in no time, giving us more time to spend with the animals. Aber sehr gerne doch. Aber sehr gerne. Ich kriege 3000, das ist meine ordentliche Belohnung. 3000 Golds. Aber gut, von den Baumtypen kriege ich ja entsprechend jetzt die ganze Zeit das Gold und so weiter. Ja, das haben die beim ersten Mal wahrscheinlich umsonst gemacht. Und alles weitere wird entsprechend jetzt immer... Oh, ist noch gar nicht fertig. Alles weitere wird wahrscheinlich versprechend immer Dingensen... Geld kosten. Ich habe so viel Platz da hinten jetzt auf einmal. So nice. Ich würde die Montagestation wahrscheinlich da hinten hinstellen wollen. Aber die kann ich nur verschieben, wenn ich bei A und Dings bin. Oder können wir mal ganz kurz vielleicht hingehen? Nö, können wir erstmal nicht. Wir gehen erstmal dahin. Dann geben wir dort die ganzen Items ab. Und dann ist hoffentlich auch Alu wieder da. Und dann können wir uns heute noch eine neue Mission aus der Handelsgelder holen. Mal schauen, ob es funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Papaya-Samen mitgenommen. Ich habe nur 50 Erfahrung bekommen, lol. Doch, das liegt noch hinter mir her, glaube ich. Oder auch nicht. Allein, das ist eine Raumstation, ne? Ach, da ist Alu, der kämpft noch. Deswegen konnte ich nicht mit ihm interagieren. Well,
That's that. Oh, I was having a great day, too. This thing just had to ruin it. What is it, anyway? I don't remember seeing anything like this in the books. Ein Satellite. Oder eine Raumstation doch. Robots. Ein Robot. Hat der eine Windel an, Alter? Heilige Makrele. It's a robot. How rude. The name's Ack. Ack. Ack? No, no. It's Ack. Clack. Ack. Man kann gar nicht mehr reden. Who are you exactly, Ack Bot? What is this? I'm the chef of my space station. A piece of which is right here. Space station? Ah, das ist eine Kochschürze. There's creepers! I'm on the ground! How the heck did I get here? You fell from the sky. You don't say. Ack! Whoa there! Don't move, okay? I'm not panicking. I'm not panicking! We gotta show him to the mayor. Yeah, we should. I'll grab him. Come along. Geh erstmal hier rein. Ich meine, es gibt den Grund, dass ich davor stehe wahrscheinlich. Beziehung zu vielen verbessert. Die Beziehung zu Sam hat sich geändert. You can't arrest me. I know my rights. Now, now, please calm down, Mr. Ack. We're just trying to sort out this, situation. You unexpectedly dropped in on us after all. Anyhow, I take it that you were on the Altair 1 space station for the duration of the last 300 years. I'm not saying anything until I see my lawyer. Fascinating. Why are we even talking to this thing? Look, Mr. Ack, the sooner you show us you're not a threat, the better off it is for all of us. Well, call me a pancake, but I'm a chef. How am I a threat? And to answer your question, I was in maintenance mode for the last 330 years, 2 months, and 17 days. When I woke up, I was here. So you're not an assassin sent from Duvos? Look. Oh, monsieur. Monsieur. I know not monsieur. What a Duvos is. And even if I did, why would I tell you? You have a point. What should we do then? Get rid of it right now. We don't know what it'll do. Remember the dancing robot in Ethia. I say we let him stay at the research center. We'll take responsibility for him. He's a treasure trove to be explored. How dare you? You're putting everyone's lives on the line. He's a living AI. There aren't too many like him here in the free cities. You know, I can hear you. Don't you care to know what I want? Go on. I'd say release me, but I know you're not going to do that. So I want a glass of milk. Okay, that can be arranged. And I want to know what happened to my crewmates. Arlo? We checked the crash station. Your crewmates didn't make it. Oh no. They died hundreds of years ago. Sorry. Oh. Mr. Ack, I'm sorry for your loss. For now, I need you to cooperate and stay here until we figure out what options we have for you. Can you do that? Sagt der einem, der eingesperrt ist. Yeah. Sure. Hat eh keine Wahl. Du Opfer. Also, young builder, since you're here, see if you can do something about Mr. Ack's leg and head. Make him as comfortable as you can. Sure thing. Lass erstmal deine Kiste. Danke, wenn du nicht durchgehen gerätst, dann zögere nicht, bla bla bla. So, mein Lieber. Nicht du, verzieh dich. Life is hard, then you die. Hallelujah, hallelujah. Mr. Ack? Do you want me to fix up your leg and head wounds? What's the point? Oh, my dear Lara. Hallelujah. Hm. Mr. Ack seems down. Maybe a glass of milk will cheer him up. Na, no, dann kriegt er erstmal ein Glas Milch, das ist kein Problem. Haben wir hier was Interessantes, was wir mittlerweile aushängen können? Noch was Interessanteres? Nö. Nee. 2000 Gold, da gehe ich lieber selber rein, ne? Macht eh mehr Spaß.
So, dann geben wir Herrn Ack eine Flasche Milch, die wir natürlich auch selbstverständlich in unserem Lager haben. So, Aufschnitt zur Handelsgilde. Weil ich eine neue Mission brauche. Jetzt, wo ich die abgeben konnte. Eine war auch ziemlich einfach gewesen. Sprinkler. Nora, Sam, Emily. Lieber Emily. Schließlich kann ich da die Beziehung noch deutlich mehr verbessern. Eine hölzerne Spiele. Mal gucken, ob ich irgendwie hinkriege. Noch keine Gedanken darüber gemacht. So, was haben wir da Schönes? Vielleicht gibt es ja eine hölzerne Spieluhr. Ein Bewässerungsturm. Aktionspunkte plus 1. Aha. Ich brauche. Ach so. Das ist gar keine. Das ist einfach eine Hose, aber das sind gar keine Füße. Ja klar, Schuhe oder sowas gibt es hier scheinbar nicht. Das ist einfach ein Unterteil. Kopfbedeckung, Mittelteil, Unterteil. Verteidigung plus 120. Ich würde mir das ja gerne kaufen wollen. Aber ob das zu mir passt, ich glaube eher nicht. Naja, es passt zu mir nicht. Das tut mir leid. So, wir haben eine hölzerne Spielo zu machen. Na, easy. Das war's auch schon. Das war ja simpel. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir hätten etwas mehr Probleme, das zu machen. Zusammen reiten. Oh, du bist schnell zuverlässig. Vielen Dank, kein Ding. Eine Blumenschaufel, ein interessantes Item. Rufpunkte plus 92. Okay, was macht die Blumenschaufel? Achso, hier. Das können wir echt wegmachen. Die Gesundheitspunkte 50 GP, das nutzt uns nicht viel. Dann nehmen wir 8 Angriff, finde ich. Solange ich diese Schaufel dann nicht wirklich in der Hand habe, finde ich, ist das ein besserer Deal. Eine Flasche Milch. Das ist Landwirtschaftszeug. Da haben wir die Milch, sehr gut. Mhm. Wir können auch mal gucken, was wir brauchen. Ja, ja, Kodierung überlastet. Nerv nicht. Schwarz, alles gut. Was wir brauchen für einen weiteren Ofen, weißt du? Die sind nicht. Den hier? Ne, der hat nur 40. Den da hinten möchte ich gerne nochmal haben. Das ist ein industrieller Ofen. Ich habe aber auch ein neues Item bekommen von denen, ne? Wir gucken mal ganz kurz, industrieller Ofen. Ah, Stahlplatten wieder. Aber das wäre nicht verkehrt. Wir bauen noch so eine. Kann man nicht die beiden klein, würde ich sagen, die werden wir dann austauschen. Gegen das Ding hier. Dann haben wir, oder zusätzlich, weiß ich nicht, dann machen die ganze Zeit wenigstens Holzkohle oder so. Ja, da wollte ich natürlich Stahlplatten. Ganz viele. Ja. Industrielle Kerne habe ich. Marmor, den habe ich auch. Und dann haben wir den nächsten Ofen. Das ist wirklich schnell gemacht. Die Stahlplatten sind wieder das Problem. So, eigentlich müsste ich die Dings hier auch reinpacken. Die industriellen Kerne, weil die kann man nämlich auch craften. Die man, klar, ich finde sie meistens natürlich. Habe ich keine mehr davon? Könnte ich auch sein. Wirklich wär's. Müsste ich im Handbuch sehen. Im Besitz 0, okay. Blutstein, Harz und Steine. Ein Ding.
So, jetzt finden wir nur noch die Stahlplatten. Ah, oh, ist ziemlich einfach, ne? So ein Ofen, vielleicht soll ich noch einen machen. Naja, das reicht dann, glaube ich, auch. Ja. Carbonsteiber, weil ich brauche irgendwie mehr. Die können halt einfach einen Kram machen, sowas wie Holzkohle. Die Holzkohle brauche ich dann wieder für die industriellen. Für die Carbon-Dinger. So, dann kriegt ihr erstmal die Flasche Milch. Auf zur Zivilgarde. Zivilgarde, Ziviltruppe. Ist mir ziemlich egal. Ich nenne sie, wie ich möchte. Ich habe das Falsche angeklickt. Na, egal. Ja, ist schon richtig. Ack, eine Flasche Milch geben. Hallo, was hast du da noch Schönes für mich? Hey, I've been looking for you. The word around town is that you're getting kind of strong. I was wondering if you might like to take auf jedem. Investigate something unusual. Ha, I like your spirit. We need that around here. Aus der Stadt. Oh, der Nektar des Lebens. Jiminy Cricket, that's some good milk. You seem to be feeling better now. Die lag jetzt nur ein paar Monate in meiner Kiste. Das kennt ihr, oder? I am. Thank you. Let me see if I can find something to replace your leg. Ein Besen! Na, sowas Interessantes aber auch. So, haben wir hier noch was? Ah, okay, hier können wir denn. Let's give this a try. Höchstwahrscheinlich nicht. Alter, das Ding ist doch nicht hart unten. Naja, wollte schon sagen. Nope, that's not gonna work. Das ist ein Besen, mein Freund. Ein Fischmob. Auch der, mein lieber Freund, ist unten etwas wackelig. Das wird auch nicht funktionieren. Ich werde ihm wahrscheinlich ein Kupferrohr basteln müssen, ein Stahlrohr. Nope, not gonna work. Pömpel. Ah, über mir. Auch das nicht, der wird feststecken. Ach, Mann. Wir kommen nicht weiter. Flup. Oh, der hat aber viel Kraft, dass er das schafft. Knorke! That means perfect. Now about your head. Ja, das könnte funktionieren. Ich denke nicht, dass das mit dem Pumpel funktioniert, weil er eigentlich stecken bleiben müsste. Der hat anscheinend super viel Kraft im Bein. Oh no. Ein Blumentopf. Let's give this a try. Das ist ja auch nichts. Yikes. Huch. Yikes, sagt er. Ein Kochtopf, ja auch nicht. Er sieht auch wieder nichts. Mensch. Let's give this a try. Okay, doch. Yeah! Geil! Coole Sache! Well, shoot a monkey to the moon! This is great! Dufte! How do you like it? Thanks for all the help. Now I stay and await my fate. Hallelujah, hallelujah. Auf jeden Fall haben wir 6 Fotos wieder dazu bekommen. Er hat eine Nebenmission für mich. Blumen niederlegen. I have a favor to ask. I've heard from one of the people here that they buried my crewmates in this. Oh, sehr verständlich. Appreciated. Eine Wildblume. Okay. Mit Gelrin aus der Stadt herausgehen, Blumen niederlegen, pipapo. Aber an dieser Stelle, meine Freunde, müssen wir erstmal eine kleine Pause machen. Die halbe Stunde ist nämlich schon wieder rum und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.